Moin, mein Name ist Hannes der Löwe und wir sind immer noch in der Höhle und mit mir spielt die... Matilda Platsch! Okay, Platsch. Wir haben unsere Tetterhaken und wollen jetzt tettern gehen. Kalt. Ja, das will ich auch. Das heißt, oben wird wieder ein Feuerchen gemacht. Jupp. Und auf der anderen Seite kommt man, glaube ich, noch höher, ne? Ah, nee, das war die Kletterwand. So, aber diesmal gehe ich ein Stück hin, bevor ich hier Feuer mache. Ja, das hier eine Ecke hätte zu machen können, oder? Ja, dass es ein bisschen breiter ist. Genau, das war der Gedanke. Oh, schön Geld verbrennen, yeah. YouTube Money und tschüss. Wir kriegen YouTube Money und du sagst es mir nicht? Genau, ganz viel. Ah. So weiß ich davon nichts. Hast du nichts verdient? So. Weil ich will ja nochmal rechts lang gucken. Weil da sowas so angestrahlt wird. Ist der warm oder? Ach, dann hätte man auch einfach von hier oben runterspringen können. Ja, es ist hier, ja. Oh, Armbanduhr. Ja, das wäre einfach gewesen. Hier kann man runter, irgendwie. Ja, weil glaube ich nicht, dass du hier hochkommst. Da gehe ich nicht hin. Okay. Dann gehen wir zur Kletterwand. Zur Kletterwand? Müssen wir da zurückgehen? Ich glaube, da war der Rückweg. Ah, hier. Ja. Genau, von da sind wir gekommen und da ist die Kletterwand. Genau. Ich weiß jetzt aber beim Liegen und Brechen. Ja, hier, siehst du, da bietet der das an. E. Weiter. E. So, man muss nur einmal E drücken und dann. Keine Ahnung. Soll ich hier eigentlich zur Seite und dann geht's nicht. Oder? Ich sehe gerade nicht, wo ich hin soll. Könntest du einfach erstmal hochklettern? Oh, der geht verdammt. Nee, hier ist Decke. Nach links sah was aus, aber ich kann nicht nach links gucken jetzt. Oh, ich glaube, ich bin unten. Ja, drück nochmal E. Hahaha. Genau, das war jetzt der Weg hoch. Genau. Ist das laut hier? Also ich glaube, hier kamen gleich Kannibalen. Zwei Stück. Das ist ja echt noch gut im Kopf, ne? Ja, weil ich ja vorne ein Lagerfeuer gemacht habe. Was ist jetzt weiter? Aua! Aua! Ich sehe nichts! Au! Oh, waren drei! Vier! Ach, nur drei. Aua! Ich
Er ist gerade rückwärts, Salto nach oben. Okay, ich glaube, wir machen mal gleich so Lagerfeuer und verbrennen die ab. Absolut. Hey, Alter! Der hat mir gerade drei Sachen hintereinander kaputt gemacht. Ich habe gar keine mehr. So ein Sack. Habe ich noch Steine? Nur drei Stück. Fick dich. So ein Drecksack. Ernsthaft, ich habe keine einzige Rüstung mehr. Ich habe keine Knochen. Die habe ich auch nicht. Dann nimm du die. Also meine Rüstung ist zwar weg, aber dafür ist meine Lebensanzeige noch ziemlich weit hoch. Ja, meine auch. Ich habe gerade wieder gegessen. Meine, mir fehlen jetzt nur drei Rüstungsteile, aber wenn du gar keine hast, dann nimm du lieber alles. Ah, waren doch so viel mehr als ich dachte, aber. Oder kann es sein, dass das Spiel, wenn zwei Leute spielen, da einfach mehr Kannibalen dran setzt? Oder habe ich nur einfach das vergessen, okay, dass es so viele waren? Kann alles möglich sein, keine Ahnung. Na, Köpfe kann ich nicht mehr nehmen. Hast du alle Knochen? Nee, ne? Nein, noch nicht. Bei mir hier liegt ja am Boden auch noch einer. Ist runtergerutscht. No. Deine Ecke liegt ein Stück Fleisch. Ja, das ist verdorben. Es hat tatsächlich für genau 4 Knochenrüstungen gereicht. Na, ist doch was. 11 Snacks habe ich noch. Ich habe jetzt nichts mehr. Ja, eine Videokassette. Stimmt. Irgendwo, ich habe noch 7 Snacks. Irgendwo gab es einen Camcorder. Ah, ich glaube, der war auf dem Boot. Da musste er ja irgendeine Keycard finden. Yamyam auf dem Boot. Yamyam auf dem Boot? So lang, 2 Snacks. Oh. Ich will keine kalten Fische. Ah! Scheiße, warte mal. Noch kalte Füße? Kriegt man den da runter? Hüpfen und schlagen? Oder Bogen? Nee, Bogen nicht, ich hab's gerade versucht. Schade. Oh, warte mal. Achso, ich dachte, das wäre hier so ein Gegengewicht. Nee. Wie liegt die denn, Snickers oder so? Einen Schädel sehe ich da nur. Und hier sind eklige Fischis. Wer waren sogar Fischis? Wir sind lebendige Fischis. Wenn wir welche kriegen, dann haben wir was zu essen. Kommt her. Rindfischis. Ah, ich rutsch ab. Das sind Nacktfischis oder so. Die haben nie Sonne gesehen. Oh, einen hast du. Ja, hab einen. Ah. Notfall essen. Lässt sich die auf die andere Seite. Was? Wie habe ich jetzt die Taufe? Ja, wenn ins Wasser fällt in so eine bestimmte Tiefe, dann ziehst du die automatisch an. Aber so einen zweiten hätte ich nochmal gerne. Den zweiten Nacktfischi oder was ist.
haben leider nicht da genug. Ah, ich rutsche wieder ab hier. Nein. Oh. Bist du dumm wie Fischies? Boah, ich hab zwei. Sehr schön. Drei. Sehr gut. Wollte ja erstmal reichen. Und ach, hier ging's noch weiter. Das ist der nächste Ort mit ein paar Fischies. Ich glaube, drei oder vier ist eh vorbei, ne? Ja, aber ich hab erst einen. Oh. Ich krieg die nicht. Hey. Die greifen mich an. Oh, nee, ich kann nicht mehr tragen. Drei ist alles. Das geht. Ich bin zu blöd, ich falle immer ins Wasser. Hier vorne müssen wir wieder klettern. Also so möchte ich auch mal mit einer Hand klettern können, du. Ja, das stimmt. Ich dachte wirklich, wenn du keine Ausdauer mehr hast, dann fällst du runter. Aber habe ich mich geirrt. Sind das tote Fische oder was ist das? Das sieht nach einer Niere hier aus. Herz, so. Herzen. Ich dachte immer, das sind zu tote. Sieht auch wieder nach einer Niere aus. Noch eine Niere. Also nein, keine Fischis. Okay. Ich würde sagen, das geht auch immer. Ja, es könnte Richtung Ausgang gehen. Ich hätte mal was essen sollen. Der halbe Magen ist schon wieder leer. Du hast Hunger. Kann ich während des Kletterns? Nein. Mit dem Feuerzeug rumfummeln kann ich während des Kletterns, aber essen, das geht nicht. Nein. Unmöglich. Vor allem in so einen Snickers reinzubeißen würde voll. Oh ja, hier ist Ausgang. Ah, dunkel, ja? Will ich mir erstmal einen Snickers, falls wir kämpfen. So. Hier rausgekommen. Schön lang gelaufen. Komischer festgebackter Vogel. Also ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Oh, da ist ein Taschenlampenfuzzi. Vor uns? Ja. Ja, unsere Map und nach Hause, zu Hause wird er angezeigt. Ja, ja. Oh. Seh dich nicht mehr. Ich schleiche auch. Geh mal auf hier. Danke. Und gleich auf. Ja. Das ist gut. Das ist ja mal Timing, ey. Ich glaube, hier waren doch irgendwo Kisten und Pfeile oder so. Keine Ahnung, aber hier leuchtet es. Hä? Wieso leuchtet es hier? Wo leuchtet? Kommt das Leuchten her? Guck mal bei mir. Hier ist voll der Leuchtekreis. Keine Ahnung. Was nur du?
Ja, hier sind diese orangen Kästen, wo Pfeile drin sind. Wir sind noch... Nee, ist was anderes. Oh, erwischt. Sehr schön. Akfu. Also das war wirklich Timing jetzt hier. Ja. Ja, für, dafür, dass denn die letzte Folge so lang war, wird die jetzt kürzer. Jo. Achtung. Krokodil? Nee, Krokodil gibt's ja nicht. Oh, da vorne. Da sind Ausflügler. Genau, ach, du bist da, Lackiger. Ich wollte jetzt straight nach Hause. Ach so, okay. Ach, da bist du. Hier, einfach mal so 500 Kilometer straight geradeaus. Okay. Denk dran, wenn du ein Reh oder sowas zwischendurch siehst, wir können was zu futtern brauchen. Ne? Auch Fischis oder so. Wir sehen uns zu Hause oder wollen wir den Weg gemeinsam bestreiten? Boah, wir können unterschiedlich gehen, damit wir vielleicht jagen können. Keine dumme Idee. An den Ausflüglern wollte ich jetzt nicht in die Hände laufen. Oh, hier ist noch eine Schildkröte. War bei dir? Ach, du bist hinter mir. Der klettert ja hoch. So ein Pfeil hier. Ich wollte da eine Schildkröte eigentlich finden. Ist sie bestimmt weg, ja? Nee, nee. Ah, ist sogar noch eine zweite da. Na los, steck dein Köpfchen raus. Ich hab hier auch eine Schild. Na komm. Stell mich auf. Brauchst nicht schüchtern. Holz, Schnauze. Die Verstärkung. Die haben uns doch gar nicht gesehen, Alter. Vermissen zwar ihren kleinen Bob, hä? Wo ist Bob? Ich kann doch theoretisch. Ich sag dir das. Ey! Ich bin hier gerade am Schildkröten schlachten und du kommst hier von hinten angepisst. So, wo ist meine Schildkröte hin? Ist sie da jetzt runtergekullert? Ja, die Schildkröte kullert runter. Bleib hier! Hm. Scheiß Eidechse. So, trinke ich jetzt nochmal was? Bisschen zumindest. Ach, hier sind noch ganz viele Köfferchen. Ich weiß nicht, die will ich jetzt nicht auf. Ach, ich bin beim Flugzeug. Ja. Aber Köfferchen würde ich jetzt nicht öffnen, wenn jetzt quasi, oh, ich schon wieder Hunger und Durst. Wenn du halt voller Medizin bist oder so. Verschenken wir das ja. Ha, Exe. Ja. Ja. Nächstes Mal werden wir uns wahrscheinlich eher mal Richtung einem anderen Spiel orientieren, denke ich, oder? Hm? Wie sieht's aus? Bleiben wir bei Forest oder probieren wir was anderes aus? Oder wie ist der Plan für die kommende Zeit, lieber Heinrich? Hm. Also ganz scheiße. Fuckvieh. Oh, Bambi. Der Plan ist Plan. Für irgendwie so ein. Okay. Ja, wir können ja, also
Ja, also ich würde das für Forest auch nicht ganz fallen lassen. Nee, also es macht mir auch einfach Spaß zu spielen. Ich habe auch tatsächlich Bock, stundenlang da Bäume zu fällen und das Häuschen zu bauen. Frage ist, ob das für euch so wahnsinnig interessant ist. Ja, wir müssen nur mal in die Höhle rein und Katana finden. Oh. Wenn wir unser Häuschen fertig haben, Katana haben, dann können wir ja eigentlich das Ende spielen. Dann hast du es ja auch mal. Ja. Also so ein paar Sachen können wir ja machen. Wir können ja das vielleicht so machen. Krieg diese scheiß Rehen. Bock hinterher zu laufen. Schieß mit Pfeilen. Oh, ich bin bei unserer Baumlichtung, glaube ich. Ja, das ist unser Haus. Bin zu Hause. Ist mir entgegengelaufen, das dumme Vieh. Sehr schön. Nee, wir können wir vielleicht so machen, dass wir vielleicht in der Woche eine Folge Forest und zwei Folgen Phasmophobia oder so. Können wir probieren. Wieso? Ach, ich kann an dem Totem nicht bauen. Ich bin nicht irre genug. Nee, das haben wir letztes Mal schon festgestellt. Weil, guck mal, ich habe ja gerade kein Spiel, was ich alleine spiele. Kein Singleplayer-Spiel. Weil es einfach gerade nichts gibt, was ich so für mich so lohnt zu spielen finde. Oh, da ist ein dekorierter Fuzzi. Alter, nee, ne? Ich hab gerade einen Ast geschossen für mich, oder was? Es sah aus... Ich gehe hier... Oh, Gott sei Dank. Oh, bist du in eine Falle gelaufen? Bist du in eine Falle gelaufen? Es war doch eine Eidechse. Ich dachte gerade, ich habe ihr echt, einen Ast geschossen. Ne, wir können ja mal versuchen, dann demnächst mal Phasmophobia aufzunehmen. Ich weiß nicht, wie viele Folgen da raus werden. Ich habe keine Ahnung. Lass mich überraschen und dann können wir ja so Forest noch so nebenbei laufen lassen. Ja, das kann man. Ich habe, wie gesagt, immer noch Spaß daran, das zu spielen. Ja, ich auch. Ich weiß nicht, wann Teil 2 rauskommt. Das wird ja bestimmt noch ein bisschen dauern. Ich habe mir sowieso das Gefühl, dass ganz viele Spiele wegen der scheiß Krankheit verschoben wurde. Und, ich würde jetzt nochmal die Kettensäge zum Bäumefällen ausprobieren. Hm. Nur mal ausprobieren. Ja. Guck mal, die wissen doch eh alle, wo wir sind. Ja. Warte, die Falle stelle ich gleich nochmal auf. Oh, habe ich keine. Kann ich noch aufstellen. Oh, die so. Ist auch ausgelöst hier. Ach, da ist schon wieder ein Fuzzi. Egal, ich säge jetzt hier. Was ist denn Fuzzi? Wo ist der Fuzzi? Wo ist der Fuzzi? Nice. Strand. Ja, ich sehe ihn, Entschuldige. Hier. Machst du hier einen auf Gollum? Hinter dir, zwei. Ja. Lustig. Brauchen wir noch so Köpfe, Arme. Das ist wirklich sehr nice. Ach, da rennt er. Komm her. Man ist leider blutüberströmt. Mathildes Kettensägen-Massaker. Komm her. Komm her. Ich will wen mit der Kettensäge zerlegen. Ja, macht Spaß. Ja, wo ist er? Weiß ich nicht. Er hat Angst vor dir. Er hätte ja auch. Ich brauche nochmal eine Leiche. Wo ist denn die andere Leiche? Hast du nicht einen getötet hier? Nein. Der ist abgehauen. Oh
Der rannt hier gerade rum. Den will ich ja jetzt gerade. Ah, da ist er. Komm her! Komm her, du Tussi! Jetzt ist er tot. Dann lass sie mich zerhacken. Warte, ich bringe sie zu dir. Ich bin schon dreckig. Meinst du? Ja. Beine brauche ich nicht. Nur Kopf und Arm. Der mal kaputt da. Da müssen Köpfe dran, ich habe Schädel nur. Auch kein Bein. Ärmchen. Weil dann kann ich schon mal das eine Totem hier links fertig bauen. Okay. Da fehlen nur noch zwei Arme und ein Kopf. Ich hol mal ein Wägelchen. Dann haben sie alle voll Respekt und kommen mir nicht mehr her. Ja, weil dann wirklich hier wie. Man kann die auch anzünden, aber warum sollte man das tun? Wisst ihr es? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Für mich macht es keinen Sinn. Jetzt gehe ich erstmal rein, das Essen wegpacken. Ich trage hier noch Essen rum. Ja, das habe ich auch schon weggebracht. Und bin blutüberströmt. Ja, dann hüpf einmal ins Wasser und dann ist gut. So, gut gebadet. Bein wollte ich da nicht aufhängen. Ah, ich höre schon den letzten. So ein Rehfell brauchen wir auch noch für irgendwas. Ja, wahrscheinlich für Betten oder Couch oder sowas. Ja, ich habe ja eins. Kann ich das gleich loswerden? Oh, wo bist du denn? Ich hätte hier noch einen für dich. Ja, einen hole ich mir gleich ab. Ah, ich fange schon mal an zu hacken. Ich glaube, wir können hier noch weitere Regale anbauen. Bestimmt. Oh, unsere Getränkbehälter werden wieder aufgefüllt. Wie schön. Ich habe gerade ein Vögelchen mit der Axt erlegt. Ey, die Tussi können wir doch noch ins Feuer werfen. Wo hast du den hingeschmissen? Ich habe ihn schon zerhackt. Ach so. Ey, die Reste kannst du noch verwerten, aber da kommt nie mal so viel Knochen raus. Boah, das ist halt keine. Brauchen wir gerade überhaupt Baumstämme? Ja, für die Inneneinrichtung. Ah. 8 fürs Regal, 6 für eine Bank. Dann haben wir noch so eine Tisch-Bank-Kombination. Ah, sehr gut. Also wir brauchen da auf jeden Fall noch was. Gut, gut. Jetzt mit der Kettensäge geht es auch echt schnell, oder? Steine drauf.
Ach doch, unser Dach ist schon fertig. Ja, da oben ist noch diese eine komische Wand, die du nicht mehr weggekriegt hast. Ja. Das ist aber ganz schön Lücke da hier, das ist da. Geht das noch mit der Arbeit? Ich glaube, die hätten wir gleich als erstes holen sollen. Ja. Knochen nehme ich doch mal für unseren Kronleuchter mit. Damit wir auch in unserem schönen, gemütlichen Wohnzimmer schön gemütliches Licht haben. Ja, so IKEA-Style, ne? Mit den Knochen. Ja, ich weiß nicht, ob man bei IKEA Knochen-Kronleuchter bekommt. Mal anfragen. Oh, Echse. Du bist in die falsche Nachbarschaft gekommen, liebe Echse. Jetzt wirst du gleich unter das Feuer gelegt. Ein Refill brauchen wir noch für unsere Couch. Kriegen wir auch noch. Da war gerade schon wieder eine Echse. Und ein Kaninchen. Scheiße, ne? Wurfviecher. Wir haben ja nichts zu suchen in unser Lager. Wir haben eine Privatsphäre hier. Noch zwei Arme, die können sich uns zum Essen aufs Trocken bestellen. Na, ich weiß nicht, ob man die essen will, oder? Also wenn du irre werden willst, ja, mach. Weil ich bin es auch so schon geworden, ohne Arme zu essen. Vielleicht nochmal einen Fischteich. Erstmal kochen wir etwas Wasser auf dem Feuerchen. Oh nein, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe was zu essen aus Feuer gepackt. Kochtopf oder was? Und den Kochtopf. Und jetzt habe ich da wieder den verpackten Kochtopf. Ist das hier fast alles fertig hier oben? Ja. Jetzt stört mich eigentlich nur noch, dass da oben, dass da noch was angezeigt wird. Ja, das stört mich auch.
manchmal Fisch durch. Ah, es wird schon wieder dunkel. Ja. Zeit, sehe ich gar keine Fischis. Ja, für die Jagd unpraktisch. Ah, ich kann nicht mehr Fisch tragen. Ja, ich hatte noch die Idee, dass ich nochmal an den anderen größeren See gehe. Weil da ja immer so viele Rehe sind. Ja, das können wir nächstes Mal machen. Weil im Dunkeln ist schlecht. Ich habe hier schon wieder so ein Geisterlicht am Boden. Das Spiel möchte dir irgendwas mitteilen. Hm. Vielleicht sollst du was ausgraben. Hm. Keine Ahnung. Jo. Dach ist nicht ganz dicht, aber besser als gar nichts. Vor allem so eine bisschen Spalt. Eine Lücke haben wir auch gelassen. Damit die Luft gut zirkulieren kann. Genau, wir wollen ja nicht, dass es schimmelt. Genau. Hier sind auch Fenster drinnen, die könnt ihr bloß nicht sehen. Die sind unsichtbar. Achtfach verglast. Achtfach? Ja, achtfach. Das sieht so aus, das Achtfach sieht so aus, als ob da keine Fenster sind. Ganz toll. Ich kann keine Stöcke mehr tragen. Und ich bin nass und mir ist kalt und ich muss pipi. Nein, muss ich nicht. Mir ist auch kalt. Obwohl ich im Haus bin. Mach doch unser Kamin an. Ach, ich setz mich hin. Ah. Ja, ich würde dann sagen, wir beenden auch die Folge. Ja. Ich will ja noch mal was zum Trocknen aufhängen. Hier noch mal ein Fischi. Irgendwie trostlos. So ein großes Haus, aber es ist fast leer. Zumindest dieser Raum, ne? Da müssen wir noch irgendwas machen. Noch mehr Lagersachen reinpacken. Ja, oben ist ja recht gemütlich eigentlich, ne? Ja. Ach, das ist ja schon fertig. Wir brauchen noch ein Rehfell-Dings da, Bums und das war's, glaube ich. Weil, also oben der Raum ist sehr gemütlich. Also doch, den bin ich recht gemütlich oben, den Raum. Oh, ich setze mich neben dich, warte. Tür geh auf. Tür geh auf! Ah! Eine Einzelbank, du kommst ja gar nicht rein. Auf. Wohl. Rutsch mal. Kann ich nicht. Hi. Du bist ja ganz schön nah an mich dran, du. Lass uns kuscheln. Nicht mit so einem Totenkopf. Ja, du bist selber ein Totenkopf-Typ hier. Ist ja voll unerotisch. Bitte was zieh ist deine, dein Fetisch? Bitte zieh deine Skelett- und Mutantenrüstung aus. Ich hab nur eine Skelettrüstung. Du bist derjenige, der hier eine Mutantenrüstung trägt. Lecker. Voll schleimig überall hier. Voll der Schleimi. Stimmt, also das ist sehr trostlos, dieser Blick da in den Raum. Da müssen wir unbedingt was reinpacken. Oder einfach zumachen. Einfach eine Mauer vor. Ja, aber da ist doch unser Lagerraum. Ja, ich weiß. Also wenn, dann müssen wir da schon eine Tür machen. Nee, ich glaube, das ging nicht. Oder irgendwie wollten wir es nicht machen, keine Ahnung. Ja, wegen dieses Versatzes da, weil das ja ein bisschen höher ist. Aber oben haben Stimmt. wir ja auch den trotzdem gemacht. Egal. Ja, dann würde ich sagen, war's das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal gerne ein Like und einen Kommentar da. Ansonsten bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.